Wir Bauern erhalten und pflegen unsere schöne Naturlandschaft, schaffen dadurch Erholungsgebiet für die Touristen und sichern Arbeitsplätze in der Region. Die Bauern erzeugen und versorgen die Bevölkerung mit gesunden regionalen Lebensmitteln. Jedoch, der Preis, den wir für die erzeugten Produkte erhalten, ist katastrophal, wodurch immer mehr Bauern aufhören und ihren Grund verpachten. Jedoch Obstgärten, kleinflächige Grundstücke oder Steilflächen können oft schwierig und fast kaum verpachtet werden, so dass sie die Besitzer selber noch bearbeiten müssen oder sie verwildern, verwalten oder werden sogar verkauft. Um die kleinstrukturierte und flächendeckende Bewirtschaftung unserer schönen Landschaft zu erhalten, braucht es dringend Strukturänderungen hinsichtlich GAP-Reform und Marktordnung. Eine Landschaft ohne Glyphosat ist möglich. Daher sollte Glyphosat schnellstmöglich verboten werden. Die nächste Landwirtschaftskammerwahl findet im Jänner 2021 statt. Lieber Leopold, du bist ja ein unermüdlicher Kämpfer für die Verbesserung der Lebensbedingungen unserer Landwirte. Was sind deine wichtigsten Forderungen für die Landwirtschaftskammer wohl und wie können wir dich als SPÖ auch unterstützen? Die wichtigsten Forderungen sind Vorrang für regionale Lebensmittel, klare Produktkennzeichnung, auch in der Gastronomie, den Arbeitseinsatz berücksichtigen, Ausgleichszahlungen dahin verändern, dass zum Beispiel ein Betrieb mit 20 Milchkühe wieder gut leben kann. Danke dafür und wir werden dich natürlich voll unterstützen, weil ohne gesunden Lebensmittel und ohne euch Landwirte können wir nicht leben.